Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute sprechen wir ein bisschen über Adventskalender, denn ich wollte euch so einen kleinen Überblick geben, welche ich schon gekauft habe. Ich setze euch alle Adventskalender in die Infobox, die es aktuell auch zu kaufen gibt und mache so ein paar Einblendungen zu dem, was ich halt schon gesehen habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und da ich jetzt keine Adventskalender auspacke, bin ich quasi auch nicht Santa Claus. Ich habe nicht meine Montur an und so, sondern habe hier einfach nur meine Liste vor mir liegen, die ich ausgedruckt habe. Natürlich eine Excel-Liste, ist klar, ich bin ja so ein kleiner Monk und kann euch da vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Es sind auch schon einige online, also quasi, die ich euch schon abgedreht habe. Und ich starte auch dann tatsächlich mit dem ersten und das ist der Wurm-Adventskalender, beziehungsweise Aurel, Parfümerie Aurel hat den Wurm-Adventskalender wieder rausgebracht für 64,95. Ich habe ihn ausgepackt, ich fand ihn richtig gut. Da haben wir aber alle immer unterschiedliche Inhalte drin. Ich hatte auch jemanden, der mir in die Kommentare geschrieben hatte oder mehrere, ne, dass sie den auch gekauft hatten und dass der auch relativ vergleichbar, relativ ähnlich bei ihnen war. Andere zum Beispiel bei Nicole Chiquitas Place habe ich gesehen, dass da richtig unterschiedliche Produkte drin waren. Ich persönlich finde einfach, dass die Parfümerien-Adventskalender für diejenigen was sind, die halt auch so Duftminiaturen möchten, die darauf scharf sind, die sammeln und da bekommt man halt generell bei Parfümerie Becker, Parfümerie Aurel, YBPN und so weiter ganz, ganz tolle Möglichkeiten dieses Jahr wieder. Genau, den nächsten, den ich bestellt habe, den habe ich schon vor einer ganzen Weile bestellt, der kommt aber erst ungefähr Ende September hier bei mir an, ist der Barbour Ampullen Adventskalender. Dafür habe ich 84,90 € bezahlt und da bin ich einfach nur gespannt drauf, um das mal so zu sagen. Ich hatte noch nie einen von Barbour, also quasi so einen Ampullen Adventskalender. Die bringen den ja jedes Jahr quasi raus, ne? Dieses Jahr dann auch wieder. Und ich persönlich finde auch, dass die Barbour Ampullen sehr, sehr gut sind. Meine Haut verträgt sie sehr gut und ich bin gespannt, wie viele unterschiedliche ich doch da so drin finden werde. Also bin ich echt gespannt. Ich bin ja eigentlich eher so ein Dalton-Girl, ne? Aber auch die von Barbour verwende ich irre gerne. Und deswegen wollte ich mir den mal ein bisschen genauer anschauen. Für diejenigen, die sagen, Mensch, ich möchte vielleicht doch nicht so super viel Geld für die Adventskalender ausgeben, dann haltet die Füße vielleicht ein bisschen still. Manchmal ist es wirklich so, wenn man Glück hat, ne, dass die halt quasi zum Ende des Jahres hin wirklich alle nochmal richtig krass reduziert sind. Oder ein kleiner Tipp von meiner Seite, gerade wenn es jetzt so Adventskalender sind, wie jetzt ein Schmuck-Adventskalender oder so, die können ja nicht ablaufen, ne? Also die werden ja auch nicht schlecht. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr online stöbert, auch ganz, 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 ganz viele Adventskalender vom Vorjahr noch finden. Also ne, da so als kleiner Spartipp von meiner Seite an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf jeden Fall. Bei Brand News habe ich richtig krass im Presale zugeschlagen. Ich werde da wahrscheinlich auch keine Bilder mehr finden. Ich habe vergessen, Screenshots zu machen. Da habe ich so ein Bundle bestellt, wo ich da zum einen mir den XXL Candy & Snack Adventskalender bestellt habe, wo ich 49,99 € für bestellt habe. Die kommen alle wohl erst Mitte November raus. Das wird dann halt echt eine knappe Kiste werden. Dann gab es noch den XXL Classic Adventskalender, wo ich 33,29 € für bezahlt habe. Und den XXL Family Adventskalender für 35,09 €. Also da konnte man halt quasi mit Rabatten ganz gut sparen. Ne? Und den XXL Wellens habe ich mir auch gekauft für 35,99 € und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da so drin ist. Erfahrungsgemäß sind die schon sehr, sehr cool, weil die auch riesig sind. Ne? Also wenn man sich den so für sich selber kauft, ist das ein Erlebnis, den zusammen so mit der Familie auszupacken. Und ich fand die auch letztes Jahr echt klasse und kann euch da eine absolute Empfehlung für aussprechen. Ich weiß nicht, ich setze euch mal den Link zu Brand News wahrscheinlich einfach mal in die Infobox rein und ich stelle euch ja auf meinem Zweitkanal Claudis Bunte Welt auch immer die Brand News Box vor, weil ich da ja auch Abonnentin bin und bekomme die dementsprechend dann ja auch günstiger, also Abonnenten bekommen die ja generell günstiger und auch dazu setze ich euch den Link als Freunde werben Freunde Code oder Link in die Infobox rein. Klar, Dalton werde ich euch auch vorstellen. Den werde ich in PR bekommen. Da habe ich noch keine Informationen drüber, was der Preis sein wird, was drin sein wird. Ich bin extrem gespannt. Also, I can't wait, ich sag's euch. Das wird auch wirklich einer so meiner absolut liebsten Pflege-Adventskalender wahrscheinlich werden, weil ich einfach, ich weiß, ich kenne die Leute, die den konzipieren, ne? Ich weiß, dass die halt auch wirklich darauf achten, ne? Dass das auch ein Adventskalender sein wird, den alle Hauttypen auch so verwenden können. Ganz egal, ob du eine trockene Haut hast, eine ölige Haut, eine Mischhaut, eine sensible Haut, eine Haut, die Slow Aging haben möchte oder so. Du hast da eigentlich einen Adventskalender, wo du richtig, richtig alles draus verwenden kannst. Und da freue ich mich drauf. Den werde ich euch dann wahrscheinlich, ich denke,
kleines Geheimnis, ich vermute, im September vorstellen. Ne? Genau. Dann haben wir auch noch den Degusta-Box Adventskalender. Und genau, da gibt es zwei verschiedene Varianten. Den bekomme ich auch in PR zugeschickt. Ne? Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass es eine große Variante auf jeden Fall gibt. Der kostet 44,99. Es wird vielleicht einen Code geben. Oh, ich bin jetzt gerade über meine Hose gefahren, Entschuldigung. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, letztes Jahr gab es auch nicht unbedingt einen. Ein Wert von 60 Euro hat der große und der kommt ungefähr Ende Oktober dann raus, ne? Und da gibt es noch eine kleinere Variante für diejenigen, die halt nicht so einen großen Adventskalender vielleicht bei sich stehen haben wollen. Da habe ich mir aber vergessen aufzuschreiben, was der kosten wird. Nun, ist aber schon verfügbar. Link dazu in der Infobox. Da ist aktuell kein Code drauf anwendbar. Dann habe ich... Ich bin ja so ein bisschen abgefahren manchmal, ne? Und ich bin auch sehr gespannt, ob der wirklich hier eintreffen wird. Ich habe mir den Drift Element Adventskalender gekauft. Da ist irgendwas mit Autogedönsen und irgendwie eine Uhr mit da drin. Also da habe ich mir gedacht, okay, ich packe ja auch Adventskalender aus, die für die Herren sind. Und ich persönlich habe ja auch ein sehr breit gefächertes Interessensbedürfnis, um das mal so zu definieren. Ne? Und vielleicht sind da auch echt coole Sachen drin. 199 Tacken hat das Ding gekostet. Ich bin echt gespannt. Und der soll tatsächlich, also auf der Website stand, dass der direkt versendet wird. Ich bin mal gespannt, ob der vielleicht sogar auch diese Woche schon eintrifft. Vielleicht habt ihr den sogar schon dann gesehen. Mal gucken. Von Einzelstück habe ich mir einen Adventskalender bestellt für 179 Euro. 749 soll das an Wert haben und der soll ungefähr Anfang November rauskommen. Und da gab es oder gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es Gold, Silber und ich glaube auch Roségold und Multicolor. Und da habe ich mir Multicolor bestellt. Das heißt, ich hoffe, dass ich dann quasi jeden Tag unterschiedliche Farben so drin habe. Ne? Also nicht, dass ein Schmuckstück dann irgendwie in allen möglichen Farbvarianten sein wird, das glaube ich nicht, aber dass du dann quasi am ersten ein silbernes Schmuckstück drin hast, dann hast du ein goldenes drin und so, finde ich persönlich ganz interessant, muss ich wirklich sagen, weil ich trage auch alles an Schmuck. Heute habe ich hier Roségold, dann habe ich hier einen goldenen Ring, da einen silbernen Ring. Also ich kombiniere das halt auch alles untereinander, einfach weil ich so bin, wie ich bin und da Bock drauf habe. Ich weiß nicht, ob da zu den unterschiedlichen Farben auch unterschiedliche Preise sind. Dann habe ich mir bei Otto kann man die bestellen, den Essie Adventskalender bestellt, den normalen, der kostet 59,99 Euro und der soll tatsächlich jetzt gefühlt jeden Moment kommen oder rauskommen. Als ich den bestellt habe, das ist schon eine ganze Weile her, stand Ende Juli, jetzt haben wir es Anfang August und da steht immer noch, dass man da 3 Wochen Lieferzeit drauf hat. Ich glaube, die müssen halt selber noch warten, wann die Lieferung überhaupt eintrifft und ja, da bin ich einfach mal gespannt, was dann hier so eintreffen wird und da ist auch tatsächlich schon der Inhalt sichtbar, also wen das interessiert, bei vielen Adventskalendern siehst du das schon oder du siehst Spoiler, ne? Und das finde ich ehrlich gesagt auch wirklich toll, dass sie das so machen, ja, oder dass du halt auch die Möglichkeit hast, den dann gegeben zurückzusenden. Das ist bei manchen Adventskalendern nicht der Fall. Zum Beispiel bei dem Aurel Wurm Adventskalender. Ne? Das ist halt immer so, dafür versuche ich dann euch auch zeitnah die Unboxings zu machen und euch zu zeigen, ob die Adventskalender sich halt lohnen oder nicht. Und wenn ihr so ein bisschen jetzt dieses Jahr schon am Stöbern seid und da nicht irgendwie einen Spoiler oder so zu findet, dann guckt euch die Unboxings vom Vorjahr an, um zu gucken, wie so ungefähr der Vibe von der Firma ist. Und ja, denn die Videos sind ja alle noch online, ist klar. Ne? Dann habe ich mir ja, ich habe ihn gekauft von Food Vibes, den Sarah Harrison Adventskalender, der normalerweise 89,90 Euro kostet, aber man konnte sich irgendwie bei ihr in der Story, das hatte jemand von euch mir geschickt, vielen, vielen Dank dafür, irgendwie einen Code organisieren. Den habe ich euch dann auch bei Instagram in so eine Gruppe reingestellt. Ich glaube, Sarah 10 oder so war das. Dann habe ich dann 76,42 für bezahlt. Da sollen Produkte im Wert von 300 Euro drin sein. Ich spekuliere darauf, dass das ein Adventskalender sein wird, wo du vielleicht ein oder zwei Produkte hast, die den Wert halt echt in die Höhe treiben. Ne, vielleicht ist da irgendwas von Avant oder so drin. Wir warten es mal ab. Und da sollen halt sowohl Food-Produkte als auch Beauty-Produkte drin sein. Und halt auch von ihrer eigenen Marke, was ich sehr interessant finde, Samian. Ne? Und das hatte ich nämlich, ich glaube, letztes Jahr bei dem Adventskalender moniert, dass ich gesagt habe, Mensch, da fehlt mir aber, dass die halt ihre eigene Marke irgendwie mit reinbringen. Oder im Vorjahr habe ich das gesagt. Ende September soll der rauskommen. Genau, dann haben wir noch den Frog Coffee Tee Adventskalender, den ich für 19,99 Euro bestellt habe. Den habe ich euch auch schon vorgestellt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, naja, ist halt schwierig. Aber ich muss gestehen, ich habe diese Tee-Geschichten jetzt, die Teebeutel in so einem
Behälter, ne? Und das habe ich dann immer mal wieder, wenn wir Besuch hatten, halt hingestellt. Und diese Freude von den Leuten, die dann auch so durchgestöbert haben und geguckt haben und auch diese sehr extravaganten Sorten entdeckt haben, war schon cool. Also für diejenigen, die halt Teeliebhaber sind und die Bock drauf haben, auch mal etwas andere Geschmäcker auszuprobieren, könnte dieser Adventskalender echt was Gutes sein. Vor allem hast du auch jeden Tag zwei Teebeutel drin, ne? Fand ich schon schön. Dann habe ich mir bei, ich weiß gar nicht wo, ich glaube bei Amazon, ja, den Stranger Things Adventskalender von Funko bestellt. Das fand ich ganz interessant. Ich bin ja schon jemand, ich habe Stranger Things geguckt oder teilweise geguckt. Doch, ich habe es eigentlich schon komplett geguckt, ne, die Serie. Und ich weiß, dass euch das auch interessieren wird. 63 € hat er gekostet. Ich bin mal gespannt, was wir da drin finden werden. Halt diese Funko-Figuren, denke ich mal. Und der soll halt ungefähr Mitte September dann zu mir kommen. Dann habe ich mir den iCrush Adventskalender in Silber bestellt. Ja, es wird alles teurer. Auch dieser Adventskalender ist, glaube ich, ein bisschen teurer geworden mit 149 €. Soll aber 900 € Schmuckwert drin haben. Bin ich mal gespannt drauf. Der soll erst Anfang November erscheinen. Also mir erscheint es tatsächlich so, dass die Firmen jetzt anfangen, früher die Adventskalender in den Presale zu packen, aber sie später an die Endkonsumenten auszuliefern. Ist ganz merkwürdig, ne? Aber mal gucken, wie das alles so wird. Ich bin einfach gespannt. iCrush hat schon schönen Schmuck. Das finde ich wirklich. Also, das ist meistens auch eher ein bisschen rustikaler, ne? Von der Art und Weise des Schmucks her. Also, das ist meistens nicht so super filigran oder so, sondern halt schon eher so statementmäßig. Und ich meine gesehen zu haben, dass die halt auch den Adventskalender so mehr oder weniger komplett auch in diesen ganzen Bildern gespoilert haben. Also man kauft ja nicht unbedingt die Katze im Sack, was ich sehr schön finde. Ja, auch bei Juwelkerze habe ich zugeschlagen, Leute. Das ist der 19 Duftkerzen-Adventskalender und da konnte man, ich glaube, auch eine Schmuckfarbe auswählen. Da habe ich Silber ausgewählt. 149,95 € kostet der normalerweise. Ich habe im Presale jetzt 119,95 € bezahlt und der soll Ende September eintreffen. Ich glaube, Juwelkerze hat aus der Kritik aus den letzten Jahren gelernt. Ich hoffe. Vor allem haben die ja letztes Jahr die ultimative Dreistigkeit gebracht und einfach nochmal den gleichen Adventskalender wie vom Vorjahr rausgehauen. Ja, jetzt muss das Ding knallen, ne? Wenn das nicht knallt, dann knallt es aber wirklich, glaube ich, bei den Leuten, die den gekauft haben, ne? Ich meine auch, dass man den zurückgeben kann. Aber schon krass. Einen, den ich euch schon vorgestellt habe, ist der KS-Tools Adventskalender. Das ist mit Werkzeug. Also mein Freund hat ihn schon in Einsatz und freut sich darüber. Und ich glaube, ich habe mich hier vertippt. Ich habe mich vertippt, glaube ich. Ich habe 19,99 € dafür bezahlt und angeblich soll der Preis regulär 40,65 € sein. Nein, ich glaube nicht, dass es der reguläre Preis sein soll. Der Wert wurde auf irgendeiner Homepage mit 95,08 € angegeben und ja, ich habe ihn schon vorgestellt. Ich stelle auch gerne Werkzeug-Adventskalender vor, denn wir verwenden sie hier. Ich habe auch, da kommen wir gleich noch zu, nee, den habe ich noch gar nicht hier reingeschrieben, den Engelbert Strauß Adventskalender blende ich euch ein, verlinke ich in der Infobox. Leute, denn das ist der Adventskalender, den mein Freund am allercoolsten findet, weil die halt dieses System haben, dass du das auch so stapeln kannst und so. Mega nice. Der müsste jetzt auch wirklich bald eintreffen und da freue ich mich drauf, euch den vorstellen zu können. Jedes Jahr ist das immer wieder eine coole Überraschung, euch den zu zeigen und da sind echt coole Dinge drin, weil Engelbert Strauß auch relativ hochwertiges Werkzeug hat, ne? Dafür habe ich um 50 € waren das, glaube ich, bezahlt. Und genau, da haben wir echt ein relativ hochwertiges Werkzeug, während wir bei dem KS-Tools Adventskalender ein solides Werkzeug haben, ne? So klassisches Baumarktwerkzeug, würde ich mal so sagen, klassisches Baumarkteigenwerkzeug, Qualitätsmerkmal, reden. Wo ist das Wort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so. Und der KS-Tools Adventskalender war aber schon ganz gut befüllt, muss man sagen. Und mein Papa hat ihn auch gesehen und fand ihn sehr nice da. Ich will nicht zu viel spoilern, ne? Schaut euch das Video an, wenn ihr euch interessiert, was drin ist. Mein Papa fand ihn sehr cool und wahrscheinlich wird meine Stiefmama ihm diesen Adventskalender auch zu Weihnachten holen. Dann habe ich mir diverse Lego-Adventskalender bestellt. Es ging irgendwie auch relativ günstig über so eine Plattform. Ich hab gegoogelt, ne? Ich gucke dann ja auch immer nach relativ günstigen Preisen. Soll alles ankommen am 1. September. Ich habe bestellt den Spider-Man-Adventskalender für 21,81 € anstatt von 34,99 €. Das ist schon günstig gewesen, muss ich sagen, ne? Fand ich richtig cool. Und ja, mein Freund ist halt ein totaler Lego-Fan und dementsprechend macht das bei uns halt wirklich Sinn, wenn ich da auch wirklich Lego-Adventskalender hier auspacke. Dann habe ich den Star Wars-Adventskalender bestellt. Ich habe zu allen schon eine Meinung, weil man überall halt auch schon so ein bisschen sehen konnte, was drin ist.
Die werde ich dann nochmal im Video erläutern. 34,99 sollte der normalerweise auch kosten und da habe ich auch 21,81 € bezahlt. Dann gab es oder gibt es noch den Harry Potter Adventskalender, finde ich persönlich einfach ganz gut und angelehnt an meine Jugendzeit. Und ich finde auch, dass wir dort schon wieder auch ein paar neue Figuren finden. 21,81 € habe ich dafür auch bezahlt und der sollte auch 34,99 € kosten. Genauso ergeht es dem Disney Friends Adventskalender. Eigentlich möchte ich keine Lego Friends Adventskalender vorstellen, weil das eigentlich nicht so die Lego-Sachen sind, die mein Freund dann auch entsprechend in seiner Sammlung verwendet. Und ich möchte eigentlich nur Sachen zeigen, die wir auch wirklich verwenden, die wir gebrauchen können. Ne? Sei es Werkzeug, Lego, Deko, ne, sowas. Und bei dem Lego Friends habe ich tatsächlich an jemand anderen gedacht, dass ich den dann vielleicht dieser Person dann auch schenken kann, dass wenn ich ihn ausgepackt habe, dass ich ihn schön wieder einpacke und dieser Person schenke, genauso wie auch im letzten Jahr einen anderen Adventskalender und ich glaube, darüber freut er sich sehr. Und genau, das war der Lego Friends Adventskalender. Den Lego City Adventskalender habe ich auch bestellt, der kostet normalerweise 26,99 € und 16,76 € habe ich bezahlt. Das ist echt heftig gewesen, ne? Was ich da für Preise bekommen habe. Fand ich auch sehr überwältigend, habe ich mich sehr gefreut. Ja, L'Oreal bringt Adventskalender raus und da habe ich mir alle beide bestellt. Einmal den 24-Tage Adventskalender, der normalerweise 89,99 € kostet und das habe ich auch dafür bezahlt. Und genauso ist das auch mit dem 12-Tage Mini-Adventskalender, da habe ich auch den Preis für bezahlt, der normalerweise der UVP ist, 49,99 €. Man merkt schon, ne, die Firmen, die ziehen die Preise an und das habe ich auch bei Otto bestellt, da warte ich jetzt halt auch noch drauf, wann das so geliefert wird. Mal gucken. Ja, den Lookfantastic Adventskalender oder die Lookfantastic Adventskalender, es wird definitiv mindestens 2 geben. Werde ich euch auch vorstellen dürfen. Da weiß ich auch überhaupt noch nicht, was drin sein wird. Aber durch die ganzen Limited Editions, die wir jetzt hier übers Jahr gesehen haben, bin ich hyped. Muss ich wirklich sagen. Weil ich glaube, dass die Leute, die die Limited Edition Boxen konzipieren, auch ein bisschen was mit dem Adventskalender zu tun haben. Und mir kommt es halt immer so schlau vor, was in diesen LE-Boxen drin ist. Deswegen spekuliere ich mal wieder auf einen richtig geilen Adventskalender. Und ja, wenn ich den irgendwie zu packen bekomme, wenn ich einen Link bekomme oder sonst was, ich teile das sofort mit euch. Dass niemand in die Röhre gucken muss. Es ist halt wirklich immer dieses, ne, das ist so ein kleines Glücksspiel tatsächlich auch fast schon. Aber der Lookfantastic Adventskalender ist erfahrungsgemäß immer relativ schnell ausverkauft. Das ist wirklich so. Wohingegen der Glossybox Adventskalender letztes Jahr nicht so gut lief. Ne? Also das nur mal so am Rande. Den Maybelline Adventskalender mit 24 Überraschungen habe ich auch für 59,99 € bestellt. Ich meine, dass der letztes Jahr unter 50 € war, oder? Aber da bin ich auch gespannt drauf, was uns da erwarten wird. Und man hat halt auch schon so gesehen, wie das Design so ist. Und bei dem Maybelline ist es so ein bisschen, ihr seht es ja hier, auch als würde man aus so einem Fenster rausgucken, während man in New York mit einem Flugzeug landet oder so. Ganz, ganz merkwürdig. Ich bin gespannt. Dann habe ich bestellt den Back-Adventskalender von Meine Backbox. Abgefahren war. Ja, genau. Da sollen mindestens 79,90 € Warenwert drin enthalten sein. Bezahlt habe ich 55,80 € und ja, so ungefähr Ende Oktober soll der geliefert werden. Insgesamt habe ich übrigens schon ungefähr 3.500 € Adventskalender Gedönsen ausgegeben. Das ist schon krass. Mehr eigentlich, weil ich offensichtlich auch ein paar vergessen habe. Dann der Milavli Schmuck-Adventskalender, der 199,90 € kostet, beziehungsweise da schwanken die Preise ja auch ein bisschen, je nachdem, ob du Edelstahl nimmst oder ob du Silber nimmst und so weiter und so fort, welche Schmuckfarbe du nimmst und so, ne? Der ist auch in der Infobox verlinkt. Da durften wir ja das Kläppchen Nummer 8 so uns überlegen, was da so reinkommt. Und ja, da hat die liebe Sina sich auch sehr, sehr gefreut, dass so viele von euch daran teilgenommen haben. Also vielen Dank auch wirklich an euch für eure Mithilfe. Das ist echt cool. Der soll ungefähr Mitte Oktober rauskommen. Ich bin mal gespannt, wie der so sein wird. Erfahrungsgemäß wird der Spaß machen. Dann habe ich auch noch den, ja, Mjatoria lesendes Rentier Adventskalender. Der steht da vorne, den wollte ich noch abfilmen. Das ist ein Schmuck-Adventskalender, den ich bei Amazon bestellt habe für 24,99 €. Ich bin echt gespannt, wie die Qualität ist, wie sich das anfühlt, wie der Schmuck aussieht, wobei man online auch ein bisschen sehen konnte, was so drin ist, ne? Aber ich glaube, dass solche Adventskalender halt zu Recht so günstig sind, aber für die Leute, die wirklich nur halt Modeschmuck tragen möchten und auch ständig zwischen verschiedenen Schmuckstücken wechseln wollen und gar nicht so lange diese Haltbarkeit und Langlebigkeit von Schmuck haben möchten, oder für diejenigen,
die vielleicht ein bisschen jünger sind oder so und dann vielleicht auch einfach mal Schmuck verloren bekommen und deswegen halt nicht so teuren Schmuck tragen möchten, könnte dieser Adventskalender vielleicht was sein. Muss ich mir noch angucken. Der My Little Box Adventskalender, sofern er denn existieren sollte, wird mir dann auch wahrscheinlich zugeschickt und den werde ich natürlich auch auf diesem Kanal vorstellen. Da bin ich auch gespannt, wie immer, was sich da drin verbergen wird. Ich glaube, letztes Jahr habe ich den gar nicht vorgestellt, ne? Nee, da haben die nämlich auch nur ganz wenige davon gehabt. Also der My Little Box Adventskalender war letztes Jahr so schnell ausverkauft. Den My Müsli oder die My Müsli Adventskalender werde ich euch natürlich auch vorstellen, sowohl hier als auch auf Instagram. Und ja, das wird auf jeden Fall lecker werden. Ich habe das auch immer ganz gerne kombiniert mit frischem Obst oder so, ne? Und freue mich drauf, euch da auf jeden Fall was Schönes vorstellen zu können. Vor allem, weil die auch echt schöne, ja, Non-Food-Artikel, diese Tools auch mit in die großen Adventskalender mit reinpacken. Und die sind wirklich bei uns in reger Anwendung. Also das ist echt Wahnsinn. Und die anderen Adventskalender trage ich halt quasi auf meinen Hüften durch die Gegend. Dann habe ich den Newsha Adventskalender für 129 Euro bestellt. Da sollen 260 Euro Warenwert drin sein. Auch der erscheint erst im November. Ne? Also die lassen sich auch ein bisschen Zeit, waren aber eine der ersten Firmen, die quasi den Adventskalender zum Kauf angeboten haben. Finde ich schon ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Den NYX Adventskalender NYX habe ich bestellt, Home Alone, also das ist quasi an Kevin allein zu Hause angelehnt. Das Design ist wunderschön und ich bin sehr gespannt, was da so drin ist. Vorschaubild habe ich mir auch schon angeguckt, es wird sehr wahrscheinlich auch wieder relativ lippenlastig sein. Man muss halt sagen, NYX hat jetzt auch wirklich zu dem Zeitpunkt, wo der Adventskalender rauskam, nicht so super viele, ja, wobei doch, man kann ein Fullface NYX schminken, ne? Aber die haben eigentlich gar nicht so eine große Variation in deren Sortiment, wie das jetzt Catrice oder Essence oder so hätte. Die stelle ich euch natürlich auch vor, ne? Aber die habe ich halt noch nicht bestellen können und noch nicht zugefunden. Man kann bei dm.de übrigens auch so ein bisschen gucken, weil da so ein paar schon gespoilert werden. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Genau, und da war ich jetzt bei dem NYX Adventskalender halt super begeistert von dem Design, wie das so von außen aussieht. Und das ist halt auch immer so die Sache. Ich stelle mir ja auch immer vor, man stellt sich ja normalerweise die Adventskalender dann auch den ganzen Advent hin, ne? Und dann, ja, mag man das ganz gerne, wenn das optisch halt nicht ganz so schlicht aussieht, sondern vielleicht auch ein bisschen mal was Verspieltes mit dabei ist. Vor allem für diejenigen, die sich ja nicht nur einen Adventskalender holen, sondern zwei, drei. Also das, was ich von euch halt auch höre und lese, ist, dass ihr euch auch mehrere Adventskalender holt, auch aus verschiedenen Bereichen, dass man da halt gegebenenfalls so, ne, so einen perfekten Mix halt für sich selber kreieren kann. 84,99 kostet der übrigens, sorry. Und den habe ich auch da in dieser ganzen Otto-Geschichte gefunden und bestellt. Mal gucken, wann das so alle ankommt. Gestern erst habe ich mir einen Adventskalender bestellt, den ich ganz, ganz fresh gefunden habe. Ocean Martha nennt es sich. Das ist ein Schmuck-Adventskalender, den habe ich in Gold bestellt. Und konnte ich quasi auch eine Schildkrötenpatenschaft mit dem Kauf des Adventskalenders übernehmen. Normalerweise kostet der 150 Euro. Dann konnte man einen Code eingeben und hat 20% gespart und dementsprechend 120 Euro nur noch bezahlt, ne? 250 Euro wert sollen drin sein. Mitte November soll auch dieser Adventskalender erst kommen und verlinke ich euch in der Infobox. Ich fand das so süß. Ich habe meine Schildkröte natürlich wie habe ich die denn genannt? Shelly oder Santa Schildi? Ich glaube Santa Schildi. Ja. Genau, und jetzt habe ich auf jeden Fall eine Schildkrötenpatenschaft. Ne? Kann man da tatsächlich auch so abschließen, dass man dann quasi eine Schildkröte supportet und so. Aber so habe ich dann quasi ein Schildkrötenei mehr oder weniger damit supportet. Keine Ahnung, stand da alles online, habe ich mir durchgelesen, fand ich total schön. Habe ich mich dann auch noch weiter im Internet informiert, um zu gucken, ob das auch wirklich seriös ist. Mir kam das seriös rüber. Dann habe ich das einfach gerne gemacht. Ne? Genau, ja, bin ich gespannt drauf, wie der sein wird. Ja, jetzt kommen wir zu dem Ding, was einfach so teuer ist und wo ich halt hier auf dieser Liste auch nur den reinen Adventskalender stehen habe. Sehr wahrscheinlich wird da noch ein sehr, sehr hoher Wert oder sehr, sehr hohe Zollgebühren auf mich zukommen. Und zwar ist es der P. Louise Adventskalender. Die haben einen Express rausgebracht, also quasi so einen Zug. Letztes Jahr war das ja schon so wunderschön mit diesen Häusern, ne, und so. Das habe ich dann für eine Freundin neu befüllt und war der schön, aber war der teuer und jetzt ist der noch teurer geworden. Sitzt ihr? 287,95 Euro ist der reguläre Preis. Dann habe ich bezahlt, weil da noch Versandkosten hinzukommen, 311,90 Euro. Gut, es sollten 600 Euro Warenwert drin sein. Aber es werden sehr wahrscheinlich noch 100,
150 Euro, denke ich mal, je nachdem mit welchem Versanddienstleister die das so verschicken, an ja, Zollgebühren hinzukommen. Ne? Ich meine, wenn die das über DHL machen würden, dann wäre das ja noch kalkulierbar. Dann hast du da deine 19% plus 6 Euro an DHL. Aber ich glaube, also letztes Jahr war das total bekloppt, da habe ich wirklich so viel bezahlen müssen, haben die mit UPS versendet. Also da muss man muss sich dessen bewusst sein. Das ist nicht der reine, die 311,90 Euro, die man bezahlt, ne? Da kommt noch ordentlich eine Schippe drauf. Genau, Ende Oktober soll der geliefert werden. Und ich glaube, da werden wir alle, ja, diesen Adventskalender sitzend auspacken müssen und sehr viel Ehrfurcht mitbringen. Und mir fällt wirklich auf, und das ist so traurig, ich habe da vorne noch den kompletten Inhalt von dem Piluise Adventskalender 2023 stehen. Ich habe die Produkte nicht getraut zu verwenden das ganze Jahr über, weil das Zeug so sackteuer war. Ist das dumm? Ja. Wirklich, ne? Also das nur mal so an dieser Stelle. Ich muss die Produkte verwenden. Ja, den Piolet Adventskalender habe ich mir bestellt. 179,90 € habe ich dafür hingelegt und ich habe ihn mir in Bicolor bestellt. Ich bin halt ich, ne? Ich brauche das einfach bunt. Ich kann mich da auch nicht unbedingt für eine Farbe entscheiden. Und wenn eine Firma angibt, okay, du hast die Möglichkeit, das in zwei verschiedenen Farben zu kaufen, alles klar, bin ich mit dabei. Ja. 905,50 € soll der Warenwert sein. Ich bin gespannt. Wann er dann zu mir kommt, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Also ich weiß noch gar nicht, wann der geliefert wird. Muss ich nochmal recherchieren. Sallys Welt, das war auch einer der ersten Adventskalender, die rausgekommen sind und die ich auch bestellt habe. Auch einer der teureren. Aber letztes Jahr war der so hammermäßig gut. Wirklich. Ist auch bei euch sehr gut angekommen. Normalerweise hat er 239,99 € gekostet. Ich habe 199,99 € bezahlt im Presale, ne? Und ja, Warenwert 450 € Anfang November wieder geliefert. Holla die Waldfee. Aber ich weiß einfach, dass da halt ein riesen Oschi auf mich zukommen wird. Mit geilen Produkten drin, mit hochpreisigen Produkten, mit großen Utensilien, die ich dann auch wirklich verwenden kann oder weiter verschenken kann, ne? Da weiß ich, dass es auch was wird. Dann habe ich mir, weil letztes Jahr hatte Nicole von Chiquitas das Playston vorgestellt und ich fand ihn echt schön, den Spirit of Leaps Adventskalender habe ich mir in Gold bestellt. Ich gehe nämlich davon aus, dass sie den in Silber bestellt und ja, deswegen habe ich mir den sehr gerne in Gold bestellt. War aber auch arschteuer. 390 € kostet der normalerweise. Ich habe 315 bezahlt und ja, ihr merkt es, ne? Also die Adventskalender sind teilweise so teuer. Ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich hier angefangen habe, auch Adventskalender vorzustellen, habe ich gesagt, absolute Obergrenze für mich wären 100 €. Wenn ich mir diese Liste angucke, würden so viele, so coole Adventskalender dadurch wegfallen, ne? Und wir sind doch alle neugierig. Wir sollen hier einen Warenwert von 900 € drin haben. Und auch dieser Adventskalender wird leider erst Mitte November geliefert. Wahnsinn! Tauoasis habe ich einen Adventskalender bestellt. Den fand ich sehr merkwürdig, aber gleichzeitig sehr interessant. Achtsamkeit für 59 €. Der soll jetzt auch relativ bald geliefert werden. Ich bin gespannt, also irgendwie Anfang August oder so, ne? Und da geht es aber wirklich um. Also, dass du da auch wirklich so vor allem, also du hast, ich glaube, nur vier Produkte oder so da drin. Ansonsten sind das halt wirklich so Achtsamkeitskärtchen. Also, dass man halt wirklich mal sich ein bisschen die Ruhe reinzieht. Und das kann ich einfach so gut gebrauchen. Ich brauche Achtsamkeit und wir brauchen das generell hier auch in der Familie immer mehr, ne? Und wir sind aber sehr, sehr achtsam untereinander. Aber also wir sind alle nicht achtsam mit uns selber, aber ne, ich für meinen Freund und er für mich und das ist halt irgendwie alles total durcheinander. Und ich habe mir halt auch vorgestellt, dass es vielleicht für meinen Papa auch eine ganz schöne Sache sein könnte, dass ich ihm da halt auch was mitgeben kann und so. Das ist halt so mein Gedankengang. Also den werde ich halt wahrscheinlich auch mitunter privat nutzen. Genau. Ach, ein Advents